Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine war von Seiten der Papenburger Bürgerschaft seit dem Kriegsausbruch groß. Gerade aus der Schülerschaft gab es Initiativen, den vom Krieg betroffenen Menschen zu helfen. Die SchülerInnen der Michaelschule und des Mariengymnasiums organisierten einen Friedensmarsch durch die Stadt mit über 1000 Teilnehmerinnen. Das staatliche Gymnasium Papenburg organisierte einen Spendenlauf, bei dem unglaubliche 27.000 Euro von den Jungen und Mädchen erlaufen wurde. Auch bei der Friedensdemo am Zeitspeicher und bei den Friedensgebeten auf dem Kirchvorplatz am St. Antonius war die Solidarität sehr groß. Hier haben sich auch Initiativen gegründet, die Menschen aus der Ukraine privat unterbringen möchten. Wir haben mit Cornelia Humbrich gesprochen, die im Obergeschoss des Schwiegervaters Wohnraum zur Verfügung gestellt hat und mit uns ihr Wissen teilt, wie man Menschen aus der Ukraine in den eigenen vier Wänden unterbringt und ihnen Hilfestellung geben kann. Die Hilfsbereitschaft für Menschen in der Ukraine ist in den europäischen Ländern sehr groß. Ihre Familie hat sogar seit einigen Wochen Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Welchen Rat können Sie anderen Menschen geben, die vorhaben, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen? Worauf müssen sich die Gastgeber einstellen? Ja, also zunächst müssen sich die Gastgeber erstmal auf ein herzliches Willkommen einstellen. Ja? Dass man den Menschen das Gefühl gibt, dass sie hier in Deutschland in neuen Familien auch herzlich willkommen sind, dass sie alles fragen dürfen, dass man sich Mühe gibt in der Kommunikation. Das geht ja auch mit Händen und Füßen und ihr alle wisst, dass Kinder auch spielerisch sich unterhalten können. Ja? Und das funktioniert bei den Erwachsenen eigentlich genauso gut. Es sind natürlich ein paar Behördengänge zu leisten, ne? Ein bisschen Unterstützung im Alltag, einkaufen, wo finde ich erstmal auch die nächsten Lebensmittelgeschäfte. Ja, wie kann ich mich hier bewegen, die Stadt ein wenig kennenlernen, wo kann ich schön spazieren gehen. Ja, und ein bisschen Freizeit auch erleben mit den Kindern. Natürlich stehen hinter den Menschen auch große Schicksale. Wie schwer ist es, diese täglich zu erleben? Ja, Johanna, da muss ich leider sagen, dass das für mich persönlich der härteste Punkt ist, weil ich ein eher sensibler, emotionaler Mensch bin und eigentlich das jeden Tag dieses Schicksal auch mittrage, ja, oder auch meine ganze Familie mit. Wir erkundigen uns eigentlich jeden Tag, ob wie es den Ehemännern geht in Kharkiv. Die sind ja nun vor Ort und kämpfen, ja, verteidigen ihr Land. Und man muss quasi auch jeden Tag mit dem Schlimmsten rechnen. Das ist einfach so. Ja. Und manchmal, wenn ich frage, dann sagen die drei Mütter, sagen dann, heute Morgen haben die Männer noch gelebt. Ja. Und das trägt man emotional, trägt man das mit. Das ist so. Ja, man ist dann auch ein Stück weit Stütze, denke ich, ja, und da auch mal in den Arm nehmen. Waren auch viele Tränen die letzten vier Wochen, die wir jetzt die Familien kennen. Ne? Sind Freundschaften entstanden und man fühlt quasi mit völlig fremden Familien so mit. Ne? Man ist Teil dieser Familien geworden. Ne? Ja. Welche Zukunft sehen Sie für die geflüchteten Menschen in Papenburg? Ach, da haben wir auch schon schöne, nette Gespräche gehabt, weil wir auch über viele Freunde und Bekannte hier in Papenburg schon Arbeitsangebote sogar schon bekommen haben, die auch dem Arbeitsumfeld aus Kharkiv entsprechen, also ihrer ehemaligen Tätigkeit. Da sind sie durchaus offen, aber ich glaube, da haben sie noch so ein bisschen Angst vor der deutschen Sprache. Ja? Die sind ja jetzt im Alltag dabei, dass sie erstmal Deutsch lernen mit Anfangsbüchern, ne, Heften, Arbeitsheften, wie auch immer für Anfänger. Die lernen erstmal Fahrrad fahren. Die konnten kein Fahrrad fahren, als sie hergekommen sind. Und ich glaube, da ist noch so eine kleine Hemmschwelle. Ne? Wie komme ich dann hier im Arbeitsalltag zurecht? Aber wie gesagt, da kann man auch nur Mut machen und begleiten, ja? Unterstützen. Aber ich denke, das ist alles gut machbar. Ja, wenn man sie da nicht alleine lässt. Viele weitere nützliche Tipps und Hinweise für die private Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine findet ihr unter diesem Link.